So, hi Leute. Heute ist Dienstag, also ich bin dran. Mit dem Thema Bücher, Filme, also so in Richtung, was so unsere Lieblingsbücher und Lieblingsfilme sind. Ich habe da so eine kleine Variation ausgesucht. Ich fange mit den Büchern an. Und zwar meine absoluten Lieblingsbücher. Fängt an mit Amistad Maupin, Stadtgeschichten, Band 1. In den Büchern, also es sind mittlerweile 8 Bände, im Herbst kommt der 9. Band raus. Die fangen an 1979, glaube ich. 78 ist das Copyright. Also 1978 mit dem 1. Band. Amistad Maupin erzählt von einem Haufen verschiedener Leute, die in den 70ern, frühen 80er Jahren in San Francisco leben. Alles dreht sich eigentlich um ein Haus in der Barbary Lane 28 mit der Vermieterin Mrs. Madrigal und den Leuten, die eben in diesem Haus in einzelnen Apartments wohnen. Das sind 5 oder 6 Leute am Anfang. Und ja, es geht einfach damit los, dass die Vermieterin dort auch jedem einfach ein Joint an die Zimmertür hängt, wenn er frisch eingezogen ist. Und ja, unglaublich lustig. Also man muss so, das stimmt schon, also man muss so die ersten 50 Seiten, die muss man schon überstehen, wenn man sich einfach fragt, was will der Typ mir eigentlich erzählen? Bis man dann einfach verstanden hat, dass nicht irgendwann wie bei so einem Krimi irgendwie so ein Highlight kommt und wieder abflacht, sondern er einfach die Lebensgeschichte verschiedener Protagonisten erzählt. Ja, das geht dann ungefähr so lang, bis zu Band 6, Schluss mit lustig, ist man noch in den 80ern. Dann geht es erst weiter, 2007 glaube ich, mit Michael Tolliver lebt, einer der Hauptakteure. Und dann letztes Jahr Mary Ann im Herbst. Und ja, dieses Jahr kommt, keine Ahnung, irgendwas über Mrs. Madrigal raus im Herbst. Auf jeden Fall sind die einfach, die sind unfassbar gut. Viel besser sind sie noch auf Englisch. Also da heißen sie genauso, da heißen sie Tales of the City. Und ja, also in Englisch sind sie, weiß ich nicht, sind sie einfach noch viel, viel besser. Ich habe sie in beiden Sprachen gelesen, einfach weil ich, wenn meine Freundin sie auf Deutsch besessen hat und ich sie einfach auf Deutsch gelesen habe, dann habe ich mir alle nochmal auf Englisch gekauft. Ja, egal, also auch der Übersetzer ist gut, macht beides Spaß. Im Englischen kommen ein paar Gags einfach mehr raus. Super, super toll sollte man, ja, ich finde, man sollte das gelesen haben. Andere Lieblingsbücher, bei weitem aber nicht so toll wie Stadtgeschichten, ist Stieg Larsson, Verblendung. Davon gibt es auch, das ist Band 1 Verblendung. Es gibt noch 2 weitere Bände, sind Verdammnis und ja, und wie auch immer der dritte heißt. Die sind total gut. Der erste Verblendung wurde auch verfilmt. Einmal von einem Schweden, also wie auch der Autor. Der Film ist richtig gut und einmal als amerikanische Scheiße. Der ist einfach amerikanisch Hollywood überspielt und nicht so schön wie der schwedische, wobei beide nicht so geil sind wie die Bücher. Die sind, ach so, ja. Es geht im Großen und Ganzen im ersten Buch einfach um ein verschwundenes Mädchen, was als Jugendliche verschwunden ist. Und darum, dass deren, ich meine, Vater jedes Jahr an ihrem Geburtstag oder Todestag, ich habe es schon länger nicht mehr gelesen, ich glaube an dem Geburtstag immer gepresste Blumen geschenkt bekommt von ihr, also nicht von ihr, sondern halt geschickt bekommt von irgendeinem Unbekannten. Und der einen Journalisten darauf ansetzt, dieses Mädchen wiederzufinden. Aber nach, ich weiß es nicht, nach über 30 Jahren, also ziemlich Jahren. Und er sucht sich eine Ermittlerin namens Lisbeth Salander dazu, die
ja, bisschen soziopathisch und gestört ist, aber einen sehr liebenswerten Charakter hat. Und ja, ist ein Thriller. Hier hinten drauf steht mit hohem Suchtfaktor, das stimmt. Also ich habe das Buch mal empfohlen bekommen in einer katholischen Buchhandlung. Aber es ist richtig geil. Also das und auch die beiden Nachfolger. Ja, ich finde die super, habe die mehrfach gelesen. Eins habe ich noch. Das ist eher so die Kategorie Jugendbuch. Das habe ich gelesen. Da war ich, glaube ich. Achso, hier steht es drin. 2003. Minus 10, da war ich 14 Jahre alt. Das heißt Die Mitte der Welt von Andreas Steinhöfel. Geht um einen 17-jährigen Jungen, der in einer sehr chaotischen, aber charmant chaotischen Umgebung aufwächst. Nicht genau weiß, wer er selber ist und wer so die anderen sind und was er vom Leben zu erwarten hat und was er möchte. Und der sich auch verliebt in einen anderen jungen Mann. Und ja, es ist das Coming of Age, kann sein. Und viel sich selbst finden in der Welt. Ich muss zugeben, ich habe es in den letzten Jahren nicht nochmal gelesen. Ich habe es aber so bis ich von 14 bis 20, glaube ich, mehrfach gelesen in dem Zeitraum. Und fand jetzt beim Durchgucken von meinem Regal musste ich das einfach mit rausnehmen, weil es ein unglaublich tolles Buch ist und weil es einen irgendwie auch bewegt. So. Genau, welche Bücher ich noch ganz gerne mag, die habe ich jetzt nicht mit rausgenommen. Das sind nicht so die absoluten Favorites, aber das sind so ganz gerne mögen Bücher, was man im Urlaub lesen kann. Das sind Bücher von Trudy Canavan oder Canavan. Die schreibt so Fantasy-Romane über, in erster Linie die meisten sind über eine Magiergilde, was überhaupt nicht meins ist. Also ich mag das alles nicht, bin kein Fantasy-Mensch. Aber die Bücher von ihr, die sind richtig gut. Also sie sind ein bisschen für Dumpfbacken geschrieben, man braucht keinen sonderlich großen Intellekt dafür. Und man kann die einfach so, ja, na gut, für Tales of City braucht man auch keinen Intellekt. Für gar keinen sich vorgestellt haben, aber die sind echt so, ja, man kann da im Urlaub liegen und kann die lesen am Strand und wenn die Sonne ein bisschen heftiger scheint und man zwei Sätze auslässt, ist auch nicht schlimm. Aber die machen auf jeden Fall richtig Spaß. Die heißen, weiß ich nicht, Magier, Priester, Götter, Sonia, die Hüterin und so weiter. Keine Ahnung. Die sind auch auf jeden Fall gut. Jetzt zu meinen Lieblingsfilmen. Noch ganz schnell. Ich bin schon wieder bei 8 Minuten. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das schaffe. Ah, kann man das lesen? Genau. Harold and Maude von Hal Ashby ist ein super, super, super toller Film. Geht um den, ich glaube, 20-Jährigen. 18-Jährigen. Hier steht junger Bursche. Ich glaube, er ist so 18 bis 20. Harold, der bisschen morbide angehaucht ist, der hat so eine sehr übertrieben amerikanische Mutter, die ihm eigentlich alles in den Arsch schieben möchte. Und er ist einfach so ein bisschen morbide, freakig und inszeniert dauernd seinen eigenen Selbstmord und geht auf die Beerdigung von fremden Leuten, weil er einfach sehr fasziniert ist vom Tod. Und trifft dort Maud. Ah, Maud. Eine etwa 80-jährige Dame, die den Tod auch faszinierend findet, aber eher lustig. Die ja, mit sehr viel Witz an die Sache rangeht und die beiden treffen sich eben auf Beerdigung, weil auch sie immer Beerdigungen besucht. Und ja, werden zum Liebespaar. Und ja, Cat Stevens hat die Musik gemacht. Zu dem, also mittlerweile heißt er ja Yusuf Islam, aber der hat die Musik gemacht zu dem Film, was unheimlich gut passt. Also Cat Stevens ist jetzt niemand, den man immer hören kann, aber im Zusammenspiel mit dem Film und seinen Protagonisten ist das echt wahnsinnig, wahnsinnig toll. Und jetzt mein absolut, absolut, absoluter Lieblingsfilm. Von dem habe ich leider keine DVD, weil den habe ich erst vor kurzem im Kino gesehen. Und versucht die ganze Zeit rauszubekommen, ob der irgendwann auf DVD rauskommt. Das ist der Film
I'm a Woman Now und von Michael van Erp oder Michiel van Erp, einem Holländer. Der Film behandelt die Geschichte von mehreren transsexuellen Frauen, die sich Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre den ersten geschlechtsangleichenden Operationen unterzogen haben und behandelt eben, wie die jetzt leben. Und es ist einfach, dieser Film ist Wahnsinn. Das ist eine normale Dokumentation, aber die Charaktere dieser Frauen, die sich ja sich selbst spielen und ihre Geschichte erzählen, sind einfach wahnsinnig toll. Der Film ist sehr, sehr intensiv. Ich glaube, ich habe es nur meinen 4 Monaten Testo zu verdanken, dass ich nicht im Kino geheult habe, sondern nur kurz davor war. Aber gleichzeitig geht man einfach raus mit so einem unheimlichen Grinsen und Strahlen und ist unglaublich glücklich. Also es ist das, was der Film bei mir hinterlassen hat. Ich war mehrere Tage am Stück unfassbar glücklich. Und der ist einfach nur zu empfehlen, wenn der bei euch in irgendeinem Programmkino läuft oder nochmal im ZDF oder sonst wo, den müsst ihr euch angucken. Also ich hoffe, dass der irgendwann auf DVD rauskommt, weil den würde ich gerne noch 50 Mal sehen. Ja. So viel von mir, ich habe es unter 12 Minuten geschafft. Bis nächste Woche. Tschö.